Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6 Tipps und Tricks. Genau, ihr habt es richtig gehört, es kommt endlich der zweite Teil von dem Ganzen. Ich möchte mich vorweg entschuldigen für die lange, sehr, sehr lange Wartezeit. Das eine Problem, also ich kann euch kurz drei Probleme aufzählen, warum es so lange gedauert hat. Erstes Problem, ich musste mir zuerst ausdenken, wie, was und wo möchte ich euch irgendwas, was möchte ich euch zeigen, was ist wichtig. Zweitens, die Aufnahme habe ich schon mal gemacht, ist aber kaputt gegängelt. Also schon mal scheiße. Das dritte ist, dass mein Mikrofon gerade von der Reparatur heute zurückgekommen ist und ich habe mir gedacht, ja, yo, jetzt muss ich das aber jetzt endlich mal hochladen. Und ich hatte auch richtig, richtig Bock auf Tropico 6, da gestern auch ein Update rausgekommen ist. Zeige ich euch dann in der Neuzeit, aber ich möchte es kurz auch gleich hier jetzt am besten noch ansprechen. Und zwar Offshore-Windturbinen. Eine Windturbine, die einfach auf dem Wasser gebaut werden kann. Und das andere ist die Tropicoin-Farm. Damit kann man Kryptos züchten mit Strom und die dann verkaufen auf dem Markt. Genau. So. Also, es kommen schon mal zwei Sachen, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Ihr seht schon, ich bin hier in den Weltkriegen. Und... ja, halt mal. So. Das, was wir machen müssen, ist ein Bündnis mit Alliierten oder Achsenmächten. Sonst kommen wir nicht voran ins nächste Zeitalter. So, der hier möchte ja zum Beispiel, dass wir eine Botschaft bauen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal direkt. Wir bauen eine Botschaft, damit wir mit denen zusammen ein Bündnis eingehen können. Genau. So. Dann würde ich auf jeden Fall mal hier das Upgrade mal machen, damit die hier schneller forschen. Und die Rumdestillerien, die passen. Die können wir wieder alle aufs Maximum packen. Das ist hier gar kein Problem. Genau, das zweite, was ihr tut, ist bei den Farmen alle Upgrades einfach reinballern. Das kostet eh fast nichts, lohnt sich meistens. Wie hier zum Beispiel 10%. Und bei den Plantagen genau das gleiche. Alles rein, Knaller. Guckt mal hier. Erhöht die Effizienz von Ananasplantagen in der Nähe um 3%. Und so weiter. Bis maximal 20%. Und so weiter. Das ist schon mal worth. Dann, wichtig: Transportbüros hatten wir ja im ersten Seiter hier drauf. Brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Packt ihr auf sicheres Laden alle und haut dafür das rein. Damit werden doppelt so viele Arbeiter drin arbeiten. Und dadurch wird das Problem gelöst. Genau. Hier habe ich schon etwas Kleines vorbereitet. Und zwar müssen wir uns natürlich direkt auf die Gesundheit was machen. Hier steht schon eine Klinik. Hier auch. Ich hab die ja beide schon vorbereitet. Genau. Die würde ich direkt mal aufs Höchstbudget und die Betäubung reintun. Damit die Servicequalität natürlich hochgeht. So, da haben wir uns schon mal ein bisschen um die Gesundheit gekümmert. Weil wir ja dies gemacht haben, können wir jetzt bei den Kapellen das hier wegmachen und wieder auf traditionelle Predigt packen. Genau. Dann hätten wir diese Sachen erledigt. Aber wenn ihr, genau, das wollte ich noch kurz sagen. Wenn ihr natürlich jetzt hier in das neue Zeitalter hier kommt, müsst ihr natürlich erstmal die Verfassung wählen. Also ich bin der Freund von Wahlrecht, dass alle Bürger wählen dürfen. Ihr könnt aber hier seitdem natürlich frei offen, was ihr machen möchtet. Ob ihr offene Wahlen haben möchtet oder nur Reiche dürfen wählen. Das ist eure Entscheidung, aber ich würde am Anfang das Oberste nehmen. Und beim Militär bin ich eher der Pazifist. Da ist natürlich den Ruf bei allen Supermächten erhöht und die Rebellen Bedrohung sinkt. Miliz ist halt, ja, ihr habt Militär. Fertig. Berufssoldaten, da brauchen die Schulabschluss. Dafür ist der Schaden erhöht. Die Militaristen mögen das. Dann können wir auch mal gleich weitergehen. Das müssen wir aber erst freischalten. Kirche und Staat. Alle müssen religiös sein. Normal. Oder keiner darf religiös sein. Ja, ihr seht ja hier schon die Auswirkungen. Die könnt ihr euch natürlich nochmal genauer durchlesen, aber ich würde auf jeden Fall das Mittlere wählen. Da kommen wir zur Arbeitspolitik. Also, Mitte ist normal. Unten ist, dass alle früher in Rente gehen. Und oben ist, dass alle Arbeiten mit 14 beginnen müssen. Und dass
keine Rente gibt. Also ich kann euch nur empfehlen, bis zur Moderne, bis ihr euer Reichtum aufgebaut habt, das Oberste zu wählen, weil ihr braucht einfach billige Arbeitskräfte. Och, so wie hart wie es klingt. Deswegen werden wir dann diese zwei Sachen direkt mal erforschen gehen. Zack, zack, habe ich ja hier schon gemacht. Genauso wie die Prohibition, Autos für alle und Bildung fördern und die Zeitung. Das könnt ihr alles gerne mal erforschen. Und natürlich auch direkt aktivieren, also diese drei Sachen. Und diese zwei hatten wir schon im ersten Zeitalter aktiviert. Und jetzt im zweiten das und das. Agrarwirtschaft fördern, das bringt natürlich, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe erhöht werden, also die Effizienz der Firmen erhöht wird. Wie ihr seht, könnt ihr natürlich können die Dinge auch upgraden, das wird also wieder besser. Prohibition sinkt Effizienz von Unterhaltung, erhöht aber die Effizienz aller anderen Gebäude, das heißt Gigabroken. Industrie fördern und Staatsentwicklung macht das für 5 Jahre lang die Wohngebäude hier und hier die Industriegebäude günstiger werden. Also sehr, sehr worth für das, was wir jetzt gleich hier tun werden. Und zwar werden wir uns um die Wohnungen kümmern. Ich kann euch empfehlen, dass wir erstmal was für Arme bauen. Da gibt es ja seit neuem, also neuem jetzt nicht, aber seit neue REM, die absteigen. Die können wir da rein platzieren. Ihr macht das natürlich etwas schöner. Ich mache es jetzt einfach nur, damit es halt so aussieht, als wäre es was, ja. Zack. Hier bauen wir ein paar Absteigen. Und für die gut Situierten und Reichen bauen wir hier natürlich die Apartments. Da kommen nochmal ein paar Pflänzchen rein. Zack. So, das heißt, wir haben uns schon mal um die Wohnung gekümmert. Genau. Dann haben wir natürlich den Broker, den erkläre ich auch mal ganz kurz. Und zwar kannst du hier Schweizer Geld in Sachen eintauschen. Nicht zu empfehlen, ist lost. Dann Anforderungen. Du kannst ja auch mehrere Plätze machen. Das heißt, der Broker stellt dir Anforderungen und die geben dir Schweizer Geld. Und hier kannst du dein Geld ausgeben für verschiedene Sachen, wie Gespräche, Missionen überspringen, Ruf und so weiter. Also kannst du auch die Blueprints und so weiter freischalten. Jetzt sage ich euch dann auch einen Tipp. Nachher. Mehr dazu. Dann hier Holzfällerlager. Baumschule. Die Bäume wachsen wieder schneller, weil sonst roden wir alles ab. Das wäre ja nicht so intelligent. So, bitte, dass wir ein bisschen Spaß haben, stellen wir natürlich hier noch ein Restaurant hin. Und am besten nochmal eine Taverne kommen. Zack. Dann weiter geht's zur Schule. Wir wollen natürlich eine Highschool und eine Uni haben, damit die Leute gebildet werden. Zack. Bauen wir auch gleich hin. Ihr seht, ich mache das alles in Pause. Ich zeige euch, glaube ich, warum. Würde ich euch auch empfehlen, weil wir haben ja, wie ihr seht, genug Geld, was wir ja im ersten Video habe ich euch das ja gezeigt. Genau. So. Ich gehe mal ganz langsam nach vorne. Was ich euch auch empfehlen kann, sind natürlich die Parkdecks. Einmal bei der Arbeitsstellen, bei den beiden Arbeitsstellen und Wohnstellen. Also hier, hier. Hier. Und hier. Zack. Die Sicherheit wird ein bisschen verringert, aber das ist kein Problem, weil dadurch die Leute Auto fahren dürfen. Und wir können natürlich ohne Probleme einfach mal zwei Police Stations aufstellen, damit die Sicherheit wieder erhöht wird. Genau. Falls ihr natürlich den DLC habt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Frachtflughafen zu bauen. Das heißt, ihr könnt Sachen anstatt über Hafen, Boot auf andere Insel oder zu exportieren, könnt ihr es über Flugzeug machen. Das sage ich euch jetzt erstmal nicht, weil Leute, die den DLC nicht haben, ist natürlich Lash. Aber es ist ja klar, da genau das gleiche Prinzip. So, ich stelle jetzt mal ganz kurz hier noch eine Busgarage auf. Die lasse ich mal kurz ganz schnell bauen. Denn wir wollen hier freie Fahrkarten, damit die nichts bezahlen müssen. Und dann würde ich Wohngebiet und Arbeit. Damit die Leute so schnell wie möglich A nach B kommen, falls die kein Auto haben oder keine Parkplätze mehr frei sind, die hier ja gerade noch gebaut werden. Genau. Strom kann ich euch nicht empfehlen, im zweiten, also in den Weltkriegen hier. Erst im Kalten Krieg dann.
Was ich aber empfehlen kann, falls ihr Öl habt, wie ich hier, einfach mal hier ein paar Ölpumpen hinzustellen und einfach mal versuchen, hier alles auszubeuten. Wenn das geht. Ja, den kriege ich jetzt leider nicht hin, weil die Straße hier so korrupt ist. Aber sonst hier halt einfach die Öldinger auszubeuten. Höchstbudget und das hier rein. Zack. Und dann pumpen die euch schon mal Öl, weil Öl ist extrem viel wert, wie ihr hier seht. Bam. 9000. Das ist halt gigateuer. Das ist doppelt so viel wie Stoff. Also direkt raus. Zack. Genau. So. Das heißt, wir haben uns schon mal um die meisten Dinge gekümmert. Jetzt würde ich sagen, wir gehen weiter zur, wo ist es denn? Fabrik. Und da werden wir jetzt einiges hinstellen. Eine Molkerei. Seid auf jeden Fall sicher, dass ihr das hier aktiviert habt, sonst kostet euch das ein Vermögen. Eine Zigarrenfabrik. Eine Textilfabrik. Eine Schiffswerft. Ja, ich glaube, das war es auch schon, ne? Genau, diese Sachen braucht ihr alles. Ich mache hier mal ganz schneller Bau auf allem. Zack. Tabak zu Zigarren. Gut. Upgrade rein. Zack. Weiter Produktion. Fertig. Wichtig. Schiffswerft. Upgrade rein. Macht Planken zu Booten. Extrem gut zu verkaufen. Molkerei. Bam. Zack. Macht aus Milch Käse. Jetzt kommen wir zur Textilfabrik. Da kann ich euch auch wirklich nur eine Empfehlung machen. Das obere Upgrade rein. Budget hochfegen. Baumwolle und Wolle zu Stoff. Beste Einkommensquelle. Damit könnt ihr Cash machen ohne Ende. Das heißt, ihr könnt eine Insel bebauen. Nur Wolle, nur Baumwolle und 10 Textilfabriken. Und das boomt einfach komplett. Ja, weil diese Rohstoffe nicht ausgehen können. Und dann macht ihr Acrylfarben. Was die Effizienz um 15% erhöht, nochmals, und die Umweltverschmutzung, aber die juckt uns erstmal nicht. Bam. Das heißt, wir sind bei 152% auf dem A hier. Das gast jetzt richtig. Genau. So, das heißt, wir haben hier schon mal eine kleine Produktion. Wir haben hier Wohngebäude errichtet. Ich werde mal kurz hier alles auf schnellen Bau machen. Das macht ihr natürlich nicht, außer mit der Industrie. Das kann ich euch empfehlen, dass ihr das auf schnellen Bau macht. Weil ihr das einfach braucht, ja. Genau. Schulen haben wir. Perfekt. Hier, die Leute sind schon eingezogen, weil wir ja anfangs natürlich gar keine Ding gebaut haben. Wie heißt es denn? Häuser. Genau. Und hier wollten wir ja in der Botschaft die Alliierten aufnehmen. Loben wir die einmal. Zack. Und wir wollen natürlich ein Bündnis, damit wir in den Kalten Krieg gehen können. Annehmen. So, jetzt müssen wir mit einer Kommandogarnison sabotieren machen, damit wir hier das Bündnis haben und ins nächste Zeitalter können. Jetzt gibt es diese Option. Ich werde erstmal ganz kurz hier bauen. Wo ist es denn? Zack. Und zwar könnt ihr natürlich hier wieder ein Taj Mahal, dass die Kommandotruppen zum Raub des Taj Mahal senden. Genau. Jeder tote Bürger hinterlässt sein Vermögen an den Staat. Der Eiffelturm sendet alle Radio und TV übers ganze Tropico. Das erhöht Bootfahrten und Schiffe. Und das hier macht, dass ihr weniger Schaden durch Gegner bekommt. Ja, ich bin der Eiffelturm-Fan, denn Freiheit ist mir wichtig. Ihr seht ihr natürlich auch im dritten Teil dann. Warum? So, und hier wollten wir natürlich, dass wir das hier machen, viermal, und zack, wir wären dabei. Dann wird es aber höchstwahrscheinlich zum Krieg kommen, und dies wollen wir ja nicht, weil wir Pazifisten sind, ja. Deswegen warten wir hier, bis hier so eine blaue Sprechblase kommt. Damit können wir eine Mission überspringen, wie diese hier. Das ist insane. Ja. Dann gibt es aber noch eine andere, eine rote Sprechblase, die ihr hier kaufen könnt. Die macht, wenn hier zum Beispiel ein rotes Ding kommt, zum Beispiel ein Ultimatum oder was auch immer, dann müsst ihr diese verwenden. Genau. Das werden wir uns danach dann anschauen. Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Ihr seht dann schon, dieses wird ja noch hochgehen mit der Zeit. Vielleicht baut man nochmal eine Klinik oder zwei am Anfang.
weil wir halt echt Probleme hatten, haben mit dem Ganzen. Genau. So. Weiter geht's mit anderen Sachen. Im DLC gibt's noch das Handelsinstitut. Ich glaube, das ist vom DLC. Bin mir nicht 100% sicher. Das können wir mal aufbauen. Das erkläre ich euch auch mal ganz kurz. Ah ja, nee, erst zur Polizeiwache. Budget hoch. Das geht rein. Zweite Schicht. Bam. Fertig. Problem fertig. Sicherheit deutlich erhöht. So. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit. Hier seht ihr die Trends, ja? Das Leder und das hier ist alles schlecht. Gerade im Handel. Und hier gibt es zwei verschiedene Modus. Und zwar einmal das hier. Da wird der Export um 10% pro... ja, hier noch die Handelsauswirkungen. Ja, reduziert die monatlichen Handelsauswirkungen durch Export von Waren. Ziemlich insane. Oder wir studieren das und wir machen Wissen. Also wie eine Bibliothek. Ich lasse aber mal so. Und dann können wir zum Beispiel Abwehrtrends setzen, damit wir was importieren können. Oder wir tun es Aufwärtstrend, damit wir was importieren unten, exportieren oben. Also guck mal. Drückt jetzt mal drauf. Zack. Ich exportiere ja Milch, Feuerwerk und Rum. Zack. Und da wird sich jetzt hier der Preis deutlich erhöhen. Also in den Trades hier und auch der Standardexport wird sich hier deutlich erhöhen. Genau hier. Guckt euch das an. Genau. So. Dann zeige ich euch noch Einwanderungsbehörde. Kommen wir ein bisschen hier hoch. Zollamt, Ministerium, Bank und Korruptionsagentur. Kann ich euch gleich auch noch zeigen. Ist aber von dem DLC, soviel ich weiß. Zack. Und dazu kann ich euch natürlich noch zeigen, den Club El Presidente, der ist im gleichen DLC vorhanden. Zack. Also, kommen wir erst zum Zollamt. Der macht, dass die Exporte auf Basiseffizienz ansteigen. Das heißt, die Exportpreise werden erhöht. Man kann auch die Importpreise reduzieren. Und Schweizer Nummerngeld hier erzeugen. Ja, ihr könnt das natürlich hier dann auswählen. Geht aber auch erst im nächsten Zeitalter, glaube ich, weil ihr das erst erforschen müsst, ja. Ja, richtig. War schon richtig. Einwanderungsbehörde macht zwei Dinge. So erhöht sie die Einwanderung um 50%. So sinkt sie um 80%. Und so guckt es, dass es mehr fähige Leute kommen. Ja, ich würde es auf jeden Fall offen lassen. Außer ihr habt zu viele Leute, die nichts machen. Dann schließen. So, kommen wir zu diesen beiden DLC-Geräten. Einmal hier. Ja, erstmal die Korruption können wir entweder bekämpfen oder sie loben. Es gibt hier ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass sie Korruption bekämpfen. Dass sie auf weniger auf Handelsrouten gehen. Die Sicherheit und Entwicklungen. Und dass, wenn man sie lobt, dass halt mehr Cash reingeht. Also es kommt aufs Schweizer Konto. Mit dem... ja, ich mache erstmal das hier. Und zwar können wir hier vier Leute, wir können aus jedem Zeitalter dann, können wir ein paar Leute hier einstellen. Wie zum Beispiel den den religiösen. Und dann können wir dem was sagen. Also, die Religiösen sollen... Einrichtung von Gebäuden verschlechtert nicht den Ruf. Aktivierung von Verordnungen erschlechtert nicht den Ruf. Oder die Religiösen machen keine Forderungen mehr. Oder haben eine höhere Chance, dass sie religiöse sind. Oder Korruption wirkt sich weniger aus. Also ihr könnt euch hier verschiedene Sachen dann auswählen. Was ziemlich nice ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit hier. Das Geld, dass die Erfahrung, persönliche Erfahrung erhöht wird. Oder einen Drink nehmen, dass die Forderungen von denen, die hier als Clubmitglieder sind, hier, dass die hier automatisch erfüllt werden. Hier brauchen wir schnell Arbeiter. Zack. Und wir können das hier machen. Das wird den also man kann hier Zigarren reinpäckeln. Und dann wird die Korruption deutlich verringert. Genau. Aber es wird hier richtig gerade richtig viele Informationen in euer Hirn gefegt. Tut mir auch leid. Kommen wir ganz kurz zum Ministerium. Hier gibt es sehr viele Sachen, die man machen kann. Wir können hier, wie gesagt, einen Minister einstellen in die verschiedenen Bereiche. Der hier macht
10% Effizienz für Bildungsgebäude, erhöht die Anzahl von Lehrern und so weiter und so fort. Also hier gibt es verschiedene Sachen. Ich bin von dem, dass mehr Lehrer drin sind, weil ich keinen Verteidigungsminister brauche, nämlich den Broker. Das gibt Schweizer Geld. Wirtschafts, immer Kapitalisten nehmen, broken. Effizienz von Gebäuden auf Höchstbudget, also wenn das Budget hochfegt, wird nochmal um 7% erhöht. Broken. Broken. Den Broker. Und die Arbeitsqualität aller Gebäude um 2 erhöhen. Genau. Ist ganz cool. Aber der Wirtschaftsminister auf dem Kapitalisten komplett broken. Bank. Einfach gesagt, das gibt euch Zinsen. Das gibt euch Schweizer Geld. Und das gibt euch Einnahmen für reiche Leute. Geht aber, die beiden Sachen, die sind erst im nächsten Zeitalter verfügbar. Also Bank, sicher gute Investitionen, auch die Verbesserung, damit ihr mehr ins Minus gehen könnt, brauchen wir nicht, aber wäre hier die Möglichkeit im nächsten Zeitalter, dass man die nimmt. So, haben wir denn noch was oder sind wir schon durchgerattert? Ich schaue nochmal ganz kurz durch. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben Industrie gebaut. Wir haben die Sachen abgegradet. Wir haben uns für den Verkehr hier gesorgt. Wir haben hier, wie gesagt, die Parkhäuser. Wir haben alles. Wir haben alles gemacht. Ja, bis auf das hier möchte ich natürlich noch zeigen. Genau. Ihr seht, es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die Dinger in Betrieb gehen, bis ihr genügend Arbeiter habt und so weiter und so fort. Also das wird natürlich jetzt ein bisschen dauern. Aber vom Prinzip her sollte es kein Problem sein. Hier sind die Armen, die kommen zu ihren Arbeitsstellen. Überall sind Parkplätze. Wir haben Sicherheit, wir haben Gesundheitswesen gestärkt. Das sollte sich ja bald auch auswirken. Wir haben für Wohnungen gesorgt, ja. Wir können ja hier auch nochmal kurz gucken. Ja, vielleicht nochmal ein paar mehr von den hier bräuchte es. Bam, zacken wir, packen wir die hin. Wir haben hier immer noch genug Wissen, das erstellt wird. Immer natürlich alles exportieren, denn was wir hier produzieren natürlich. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch hier Konserven, Stahl und Waffen herstellen. Also Konserven braucht Strom, empfehle ich halt nicht. Aber hier, ihr könnt gerne Stahl und Waffen herstellen. Braucht ihr einfach Kohle, Eisen und Nickel. Ja, bin ich nicht der Freund, weil das ist eine Ressource, die erstens ausgeht, also sie ist nicht unendlich und ich weiß nicht, es ist mir auch zu teuer. Also ich bin eher so der Textilmann. Wie gesagt, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich meistens so mache. Ihr sucht euch eine Insel, baut Plantagen, hier Baumwolle, muss natürlich grün sein, ist es jetzt hier nicht. Machen wir es halt hier. Macht da 1, 2, 3, keine Ahnung, 4, baut das natürlich dann schön. Zack. Zack. Baut eine Hafenanlage. Wie gesagt, könnt noch ein Parkdeck hinstellen. Ihr kümmert euch ums Gröbste hier. Ein paar Häuser. Eine Klinik. Ein Laden. Eine Kirche. Zack. Das ist noch nicht. Ich möchte jetzt nur kurz gucken. Ihr könnt auch noch eine Taverne hinstellen. Zack. Dann, was brauchen wir noch? Genau, sowas hier. Das reicht ja eigentlich alles schon. Ja. Dass ihr das alles baut. Zack, gehen wir hier hoch. Bauen wir noch Lamas. Natürlich auch im grünen Bereich dann. Können wir kurz hier so machen. 1, 2, 3. Mach das hier so. Zack. Zack, 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 zack. Mittlerweile können wir die trotzdem auf Multikultur, guck mal, ich habe trotzdem genug Effizienz. Die hier auf Weidenprohibition, zack, alles hin. Wir machen hier Wolle, hier Baumwolle. Große Produktion, die könnt ihr natürlich größer bauen. Und das Einzige, was wir dann machen, ist 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr Acrylfarben, zack, bam. Und dann produziert den Aal und raus damit. Sucht euch einen guten Trade. Wenn ihr einen findet, dann wählt ihr ihn aus. Ich habe keinen. Bam, höchstes. Unterschreiben und zack, Geld kommt rein wie nichts. Bin ich ein sehr guter Freund von. Kann man auch mit Tabak machen, zu Zigarren. Aber ich bin hier der Freund von, weil hier die Effizienz am höchsten ist, da wir diesen Arbeitsmodus von Acrylfarben haben.
Genau, eine Feuerwehr, die wollte ich euch noch zeigen. Und zwar könnt ihr die, stell ich mal kurz hin, immer den Arbeitsmodus auf das Unterste machen. Es gibt keinen negativen Effekt, sondern nur einen positiven, dass die Überlebenschance erhöht ist. Keine Ahnung, es gibt keinen negativen Effekt. Ich habe schon die Entwickler angeschrieben, aber die wissen es selber nicht, haben mir nicht geantwortet. Keine Ahnung, was weiß ich. Kann ich euch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, dass jetzt in einem neuen Patch, der gestern rausgekommen ist, wo auch die Windturbine hier und hier die Tropico-Farm, Tropico-Coin-Farm reingemacht hat, auch viele Bugs gefixt hat. Plus den Original-Soundtrack, falls ihr den gekauft habt, hat die DLC-Tracks nicht enthalten. Jetzt sind sie dabei. Ihr müsst es nur kurz erneut runterladen, dann sind die bei euch drinne. Also ihr könnt da... Oh, scheiße. Ist egal. Könnt euch da ganz kurz reingucken und dann habt ihr das. Ja, hier zum Beispiel, das ist eine Ablenkung inszenieren. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann. Genau, ich habe es leider immer noch nicht gefunden. Ich mach mal zweimal so. Vielleicht finde ich das nachher. Dann werde ich noch kurz den Eiffelturm klauen. Genau, dann habt ihr hier drüben schon eine eigene Produktionslinie, was euch sehr viel Geld beschafft. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, Geld zu machen. Genau, falls ihr natürlich nicht Pazifist seid, könnt ihr natürlich jetzt hier auch die Leute sabotieren und dann gibt es wahrscheinlich Krieg und wenn ihr gewinnt, seid ihr dann mit ihm im Bündnis und so weiter. Kein Problem. Ja, Penultimo. Schnauze. Ich möchte aber hier kurz den neuen Trade noch gleich begutachten. Wir sehen uns gleich nach einem kleinen Cut wieder, wenn es soweit ist. Bis gleich. So, da ist es, was ich euch zeigen wollte. Überzeugendes Gespräch. Kaufen. Zack. Und jetzt könnt ihr auf entspannt draufklicken. Hier. Benutzen. Zack. Bündnis. Ja, das ist egal. Das hat nichts damit zu tun. Annehmen. Da müssen wir eine Handelsroute machen. Entschuldigen Sie, ich garantiere... 4 Stück, aber das müssen wir machen. Das können wir leider nicht überspringen. Guck mal, hier ist eine Quest. Das können wir wirklich nicht machen. Aber wie ihr hier seht, guck mal, die haben jetzt hier natürlich ein Ultimatum, weil wir natürlich jetzt ein Bündnis gemacht haben. Jetzt könnten wir die rote Sprechblase nehmen und das hier wegmachen. Haben wir nicht. So. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für den zweiten Teil des Ganzen. Denn ich muss euch jetzt ja nicht zeigen, wie man 4 Handelsrouten mit Alliierten macht. Also man geht hier drauf, macht zack und fertig. Und das wartet das ganz kurz und dann kommt man ins neue Zeitalter. Ja, und das ist auch unser Ziel. Ich hoffe, es war sehr hilfreich, das Ganze hier. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Ich helfe gerne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es beim dritten Teil weitergeht. Bis dann. Ciao.